So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic the Hedgehog. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich in der Star. Wie ist es immer? Starlight Zone, meine Lieblingszone aus diesem Spiel. Zumindest von der Musik her. Ich liebe diese Musik. Nicht, dass ich die andere Musik nicht mag. Ich mag jeden Soundtrack von dem Spiel, außer den jetzt von der Springyard Zone. Ist auch nicht schlecht, aber ist nichts Besonderes. Finde ich. Aber wie auch immer, das ist egal. Wir sind in der 5. von 6 Zonen. Und diese hier ist, finde ich persönlich, ziemlich einfach. Also im Gegensatz zu der Labyrinthzone ist die hier wirklich einfach. So richtig erholsam. Was auch die Musik bestätigen könnte. Aber deshalb ist es einfach nur so schön. Ich gehe mal persönlich am liebsten oben rum, weil einfach, weil man dann die Sterne schön sehen kann. Ich mag die Sterne. Ich meine, es ist obenrum halt klarer Himmel und so in der Nacht. Und untenrum ist halt eine Stadt mit einer Baustelle und sowas. Und das ist irgendwie, naja, hässlich. Außerdem ist unten die Gefahr, dass man runterfällt und stirbt. Kann einem oben nicht wirklich passieren. Wenn man hier runterfällt, landet man halt unten, aber man stirbt nicht sofort. Also eigentlich gibt es nur Gründe, oben lang zu gehen, wenn man so sieht. Hä? Wieso bin ich ja gerade so komisch abgeklitt? Du Hurenstück. Du alles Hurenstück. Ich hätte dich nie im Leben sehen können. Das war unfair. Ach ja, und noch eine kleine Notiz zu diesen Leveln. Sie sind verdammt kurz, wie ihr jetzt leicht gesehen habt. Sie sind wirklich sehr kurze Level. Wenn man weiß, wo es lang geht, wirklich. Es ist wirklich schade, dass sie die Level nicht länger gemacht haben. Aber man kann halt wirklich überall lang gehen. Es gibt in sich, muss man die Level zweimal durchspielen. Einmal unten, einmal oben. Aber ich wähle halt jetzt den oberen Weg für euch und für mich. Und irgendwie bleibt man da hängen. Also diese Ventilatoren, die ziehen dann halt einen an oder stoßen einen weg. Manchmal muss man warten, dass die aus sind, damit sie einen halt nicht ranziehen. Das sind alle Bückstücke hier, diese Ventilatoren. Die sind nicht freundlich. So. Ich mag die Gegner nicht. Die sind noch schlimmer als die letzten in der Labyrinth. Aber die behalten ihre Stacheln immer. Halt, da, Sonic! Oh, du. Igel, du. Oh, meine Güte. Ich hasse es, Schrägen hochzulaufen, wenn man überhaupt kein Tempo hat. Okay, hier runter. So, jetzt hier nochmal. Muss ich abspringen? Ne, muss ich nicht. Gut. Ich glaube, wir sollten schon mal relativ nah am Ende des Levels sein, so traurig es auch ist. Aber naja, so ist das halt. Ich habe die Level nie gemacht. Hier oben gibt es einen Haufen Fernseher, die uns nicht sonderlich viel bringen, weil wir haben schon die ganzen Chaos Emeralds und genug Leben haben wir auch. Aber schön, dass sie da sind. Ja, das war der Level. Irgendwo hier gibt es 10.000 Punkte. Genau, da. Ich wusste es noch. Bin ich nicht gut? Okay, ja, die Level, die gehen nicht mal 1,5 Minuten. Der Part wird jetzt wirklich etwas kürzer, aber ich habe gesagt, jede Welt ein Part. Und dann zählt halt auch die Starlight Zone auch mit rein. Okay, das war schlecht, aber ist auch egal. Nein, ich will nicht unten angehen. So, warten, bis der Ventilator aus ist. Sonst zieht er uns nämlich wieder nach hinten. Und das wäre unschön. So. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Ich gehe diesen Level einfach mal unten lang, um euch das auch mal zu zeigen. Gibt's nämlich diese verkackten Gegner, ich mag sie nicht. Und Kopfschmerzen für Sonic. Okay, wenn wir jetzt runterfallen, sind wir Geschichte. Das war durchaus knapp, aber wir leben noch. Hier ist jetzt so eine Baustelle und Häuser und sowas. Ist nicht so schön, vor allem da das Haus da hinten aus Backsteinen besteht. Und ich hasse Backsteinhäuser. Ich finde sie einfach so abgrundtief hässlich. Furchtbar. So. Nein. Okay, hier sind wir jetzt natürlich an einem schlechten Posten. Verdammter Ventilator. Wir sind ganz unten am Bildschirmrand. Hier gibt es diese lange, ja, was sind das? Halt so eine. Ja, Kette nenne ich sie jetzt einfach mal, die uns befördert. So ähnlich wie die aus der Springyard Zone, aber nur so ähnlich.
Und hier ist mein Lieblingsstern, Morgenstern, nämlich ein halber Stern. Den gibt's oben auch nochmal. Ich bin gerade halt durchgesprungen und wurde dann getroffen. Ich war damals als Kind immer beeindruckt von dem Ding. Und ich weiß gar nicht warum. Ich meine, es ist bloß so ein halbes größeres Ding. Mehr nicht. Was ist so besonders daran? Das werden wir wohl nie herausfinden. Okay, wir könnten oben lang, aber ich habe gesagt, wir gehen mal unten lang. Okay, anscheinend müssen wir doch hoch. Einfach nochmal, wir müssten jetzt höher springen. Nö, tun wir nicht, gut. Habe mich getäuscht. So von unten dran? Ich hoffe es doch, oder müssen wir links? Nee, so rum ist richtig. Okay, der Level ist hier wenigstens ein kleines bisschen enger. Und es gibt hier noch einen Bosskampf. Und den werden wir jetzt bestreiten. Auch ein sehr besonderer Bosskampf, denn wir müssen, um hier Robotnik zu besiegen, entweder schmeißen wir diese Bomben ihm entgegen, oder wir lassen uns von den Bomben hochkatapultieren und springen ihn an. So können wir diesen Boss besiegen. Zum Beispiel, zack, wir können auch die Bomben auf ihn da drauf schmeißen. Ist jetzt nicht schwer, aber es ist was Besonderes und es zögert den Kampf auf alle Fälle hinaus. Damit wir nicht einfach vorhin springen können. Ja, ein aller Feigling ist der Robotnik. Bang. Und okay, das war jetzt nicht so gut, aber geht noch alles. Und das war's. Tot ist er. Und noch eine Bombe hinterher. Gut, dann hätten wir auch diese Welt geschafft. Ging jetzt zwar ziemlich schnell, aber naja, gut. Muss ja nicht immer langsam gehen, nicht? Didididin. Und damit kommen wir in die letzte Welt. Die Scrap Brain Zone, die eindeutig schwerste im Spiel. Und die sehen wir uns im nächsten Part an. Bis zum nächsten Mal und ciao.